Ja, moin Leute. Seit langer Zeit habe ich dieses gute Stück mal wieder in den Händen, weil der Besitzer nutzt das sportlich und es ist ihm umgefallen und dadurch hat sich das Zielfernrohr gelöst und dann hat er mich gefragt, ob ich das neu einkleben könnte, weil ich mich mit der Waffe so ein bisschen auskenne, weil ich mal der Besitzer war. Ja, was haben wir hier? Wir haben einen K98 Karabiner, einen überarbeiteten, also nicht mehr im Originalzustand. Also wie man sieht hier, die Waffe ist nicht geladen. Dann haben wir eine hohe Tormontage und ein Zeiss Ziel 4 Zielfernrohr. Die Bezeichnung Ziel 4 ist eigentlich nur Zeiss intern, weil offiziell eingeführt damals im Heer wurde das als Zielfernrohr 39. So, also die Waffe ist überarbeitet, die Montage, die ist aus einem Stück gefräst, das ist also auch eine Reproduktion, keine Originale mehr, aber das Ziel 4, das ist Original. Ich hatte mich damals mit Zeiss in Verbindung gesetzt und die haben mir dann gesagt, dass es anhand der Nummern eigentlich nicht möglich ist, den Produktionszeitraum dieser Zielfernrohre zu ermitteln, aber sie meinten, es könnte ungefähr so ja, Ende der 40er sein, 46, 47. Es hat ein Absehen Nummer 5 drin, also wohl eher ein jagdliches Absehen. Und wie man hier sieht, hat der Vorbesitzer hier nochmal so ein paar Entfernungsmarkierungen angebracht, die im Original nicht auf dem Verstellrad drauf waren. Hier sieht man nochmal eine der originalen Markierungen und diese 1, 2, 3, 4 hoch bis 800, die sind nicht original. Die wurden später mal angebracht. Ja, hier sieht man das, hiermit wird das Verstellrad dann gelöst, also dann kann man die Entfernung einstellen, also hier 100, 200, 300 und so weiter. Und damit kann man dann die Schärfe einstellen. Zeige ich gleich nochmal ein bisschen genauer. Ja, interessante Waffe. Hat ein bisschen was Nostalgisches und man kann diese Waffe auch sportlich nutzen, zum Beispiel beim BDMP Zielfernrohr ZG1 nennt sich das, also Zielfernrohrgewehr 1. Und bei, jetzt muss ich lügen, beim BDS gibt es auch, ich glaube, Ordnanzgewehr Zielfernrohr 100 Meter oder so heißt die Disziplin, da kann man es auch gut nutzen. Beim DSB, glaube ich, geht es mit Zielfernrohr nicht. Da kann man das, also die normale Waffe, das K98, als Ordnanzgewehr nutzen auf 100 Meter. Und bei den anderen Verbänden weiß ich nicht. Da müsst ihr euch dann selber schlau machen, falls mal jemand Interesse hat, so eine Waffe zu erwerben. Ja, wie kann man das erklären, das ganze Teil? Ich drehe das mal eben um. Also die hohe Tormontage, die wird mit Schrauben befestigt. Ich hatte sie zum Anfang noch mal geklebt, das hielt nicht ganz gut. Hier die hohe und auch die niedrige Tormontage hat nochmal einen Durchblick, so dass man dann trotzdem noch die normale Visierung benutzen kann. Ja, hier ist dann so ein kleiner Feststellhebel. Ach, komm her, gar nicht so einfach. So, und dann kann man zum Beispiel das Glas abnehmen. Oder neu wieder aufsetzen. Hier sieht man nochmal den Durchblick. Also da hat man den vollen Durchblick, wenn man das nutzt. Und so wird es wieder aufgesetzt. Rein. Und ja, es ist wiederholgenau. Diese Montage ist wirklich sehr gut. Das Glas habe ich neu eingeklebt mit Uhu Enfest 300. Moment, ich zeige euch mal kurz, wie das Zeug aussieht. Also damit kann man das wirklich sehr gut in den Rohren, in den Ringen einkleben und das hält auch. Wenn man das Ganze sanft mit dem Föhn ein bisschen erwärmt, Kleber rauf, in richtiger Position schiebt und das immer mal wieder erwärmt im Abbindeprozess, so will ich es mal nennen, also beim Kleben, dann hält das wirklich sehr gut. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Tja, und jetzt nochmal so ein bisschen erklärt, wie das ganze Teil hier oben funktioniert.
sieht man mal das Absehen von diesem Ziel 4. Das ist das alte Absehen Nummer 5. Und ich glaube, dass das eher für den jagdlichen Bereich gedacht war. Die militärischen Zielfernrohre hatten wohl eher das Absehen 1 drin. Das sah etwas anders aus. Da war dieser kleine Punkt, der war nicht da, sondern der senkrechte Balken, sage ich mal, war oben als Pfeil ausgearbeitet. Ich habe jetzt hier die Einstellung auf 100 Meter und ich werde jetzt mal hier ein bisschen an dem Verstellrad drehen, um zu sehen, ob die Mechanik noch gut funktioniert. Ich drehe jetzt mal auf 300 Meter hoch und eigentlich müsste dann das Absehen wandern. Ich drehe jetzt mal wieder auf 100 Meter und jetzt ein bisschen hin und her, wie man sieht. Jawohl, es haut noch wunderbar hin. So, wieder auf 100 und jetzt nochmal auf 300. Was ist das hier? 400, 500 und jetzt wieder auf 100 zurück. Dann würde man das mit diesem Rad jetzt wieder festdrehen. Und hier ist die Scharfeinstellung, dieser kleine Hebel hier, der ist jetzt zum Scharfeinstellen. Ich hoffe, man erkennt das ein bisschen eventuell. Gut, so funktioniert das. Rad zum Einstellen für die Entfernung mit dem kleinen Feststellrädchen und hier dieser kleine Hebel ist zum Scharfstellen nachher. Scharfstellen. Ja, so funktioniert die Handhabung mit diesem Zielfernrohr. Hier habe ich nochmal so eine alte Broschüre, so ein Nachdruck, Zielfernrohr 39, also Ziel 4. Und hier sind nochmal die gebräuchlichsten Absehenformen. Hier ist das Absehen Nummer 1, das ist das wohl militärisch so oft genutzt wurde. Und das hier ist das Absehen Nummer 5. Das, was in diesem Zielfernrohr drin ist. Ja, ich habe das ganze Teil ja mal auf 250 Meter probiert, ob die Einstellung stimmt. Aber da habe ich dann festgestellt, dass die Treffer alle links neben dem Scheibenträger, also rechts neben dem Scheibenträger lagen und müsste es eigentlich neu einstellen, bloß das ist auf 300 oder auf 250 Meter nicht so einfach, weil das Prozedere zum Einstellen dieses Zielfernrohrs ist nicht ganz einfach. Man muss erst diese Feststellschraube lösen und dann kann man diese beiden hier, muss also dann so, da kommt her. So, dass man da, mach mal scharf, genau. So, und dann muss man drehen, damit man die Richtung, also jeweils die Richtung einstellen, jeweils da ein bisschen drehen oder da ein bisschen drehen und das Ganze dann mit der Feststellschraube wieder befestigen. Und das dauert ein bisschen, macht sich nicht so einfach. Und deswegen sind wir dann nachher auf 100 Meter gegangen und da konnte ich das dann ein bisschen besser feststellen oder ein bisschen besser einstellen wieder. Wo aber dann gesehen hat, wo die Treffer lagen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Schau mal.
Na, ich werde das auf 100 probieren und dann kann ich ihn einstellen. Ja, unbedingt auf 100. Das bringt dann nichts. Nee, da verbrauchst du viel zu viel Munition. Ja. Also wenn ich auf den Ja, hier sieht man mal ein paar Ergebnisse. Oben rechts, die waren noch vor dem Einstellen. Hast du auf die obere oder auf die untere? Das ist unten im Weißen. Die Spitze von dem Weißen. Ich habe jetzt höher gestellt. Ja, das Einstellen hat etwas gebracht. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ja, so langsam taste ich mich ran. Jeweils 5 Schuss. Hier unten sind nochmal 2 22er Löcher drin. Die sind vom Standnachbar. Ja, aber so langsam geht's. Tja, so sah das denn aus. Man hat sich denn so langsam rangetastet. Munitionsmäßig hatte ich hier diese S&B 196 Gren und irgendwie noch so ein paar wiedergeladene auch Vollmantel. Die hatten, oh, jetzt muss ich lügen, ich glaube 124 Gren. Ich weiß nicht mehr genau, was das für Munition war. Ich glaube,
Norma-Geschosse, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls waren die leichter, 124 Grain, und die lagen einen Tick besser. Die Waffe kann das auf jeden Fall viel besser. Also ich kann mich ganz vage daran erinnern, dass wir damals mit dem Ding auf 300 Meter irgendwie 15 cm Streukreise hingekriegt haben und der Beste war ich gerade so bei 10 cm. Also das ist gut machbar mit dem Teil. Auf 100 Meter kriegt man das auch sehr gut hin, auch mit der Munition. Aber das hat diesmal nicht ganz so gut geklappt. Vielleicht habe ich ja die Chance, nochmal auf 300 Meter mit dem Teil schießen zu gehen. Ja, wir gucken mal. Ja, und wie der Zufall manchmal so spielt, kam dann nachher noch jemand auf der Nebenbahn mit einem anderen Zielfernrohrgewehr. Und nebenan ist das Konkurrenzmodell. Ja, auf der Nebenbahn kam nachher noch jemand mit Mosin-Nagant Gant und so hatten wir die Möglichkeit, die beiden Gewehre auch von der Beta mal zu vergleichen. Genosse Mosin. Und Herr Mauser. Schlechte Schussgruppe. Schlechter sein, ne? Super. Richtig, richtig super. Richtig. Da kannst du gar nichts zu sagen, ne? Das ist richtig fast rein. Da kannst du ja schon sehen. Das ist klar, ne? Dafür ist das Ding auch nicht gedacht. Tja, ich möchte dazu kein Urteil abgeben. Entscheidet selbst. Das war natürlich ein netter Nachmittag, gerade denn, als der Mann mit dem Mosin noch ankam. Das war ganz cool, nochmal so einen kleinen Vergleich zu haben. War von den Ergebnissen her nicht ganz so toll. Da muss man halt nochmal ein bisschen einstellen und nochmal ein bisschen üben mit dem Haltepunkt und so. Aber das kriegt man, glaube ich, auch ganz gut hin. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen versuchen, das Ganze ein bisschen nachzubrünieren. Die Stellen, wo ich das so ein bisschen aufgeraut habe, damit das nicht ganz so wild aussieht. Nochmal ein bisschen einölen, ein bisschen polieren. Und dann schauen wir mal. Eventuell habe ich die Möglichkeit, auch nochmal auf 300 Meter zu schießen. Da mache ich noch ein kleines Video von. Ansonsten war es das von mir aus. Ja, war ein schöner Tag mit einer mal etwas anderen Waffe. Ich sage danke fürs Ansehen.